Also für mich schmeckt es schon okay. Also schmeckt schon gut. Okay, was heißt so okay? Schmeckt okay, also schmeckt gut. Und dann testen wir jetzt gleich. Sieht man das? Die Limited Editions. Aber das ist auch nicht kalt. Das ist wahrscheinlich gleich das Problem, was viele Leute gleich zu mir sagen werden. Ey, das schmeckt nicht kalt. Digga, ich habe so Angst, dass ich gleich Gönnergy runterwerfe, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hier ist Gönnergy. Das hier ist Juneberry Jam. Das soll angeblich das Beste sein. Ist jetzt nicht so kalt. Also es ist normal, wie aus dem Regal auch. Nicht, dass ihr dann sagt, ich habe es auch nicht geschüttelt, Leute. Also ob ich davor schütteln musste, wusste ich nicht. Das werden wir jetzt gleich auch testen. Deswegen, Leute, ihr seht es ja selber. Also für mich schmeckt es schon okay. Also schmeckt schon gut. Okay, was heißt so okay? Schmeckt okay, also schmeckt gut. Aber ich werde euch jetzt noch gleich White Peach holen. White Peach soll wohl noch ein bisschen krasser sein. Warte. Also Juneberry trinke ich jetzt entspannt. Ich hole euch jetzt noch White Peach. Das Grüne holen wir noch. Ich muss nur ein bisschen warten, bis das in der Kühltruhe bzw. im Kühlschrank besser ist. Ich würde sagen, wir testen jetzt gleich trotzdem Lemon noch. Ne, Lemon würde ich gleich sagen, dass wir Lemon testen. 10 Minuten musst du warten. Okay, ich warte jetzt noch ein paar Minuten. 5 Minuten warten wir noch. Twitch heißt ich, wisst ihr ja, Boomi-Live mit Doppel-E. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da bin ich mal wirklich gespannt. Also White Peach habe ich. Ich habe sehr viele Sachen. Ich hoffe, die ist nicht runter. Was muss ich jetzt machen? Chat, was muss man machen? Schütteln oder was soll ich machen? Klopfen? Muss ich hier klopfen oder muss ich schütteln? Weiß das jemand? Das wäre gut, wenn jemand jetzt antworten würde und sagen würde, ey Boomi, du musst schütteln, klopfen. Weiß ich nicht. Weil ihr sagt ja immer, ich trinke das falsch. Wenn ich sage, es schmeckt scheiße oder so, dann sagt jemand, nein, Bro, du musst erst schütteln. Ihr müsst mir jetzt sagen, was ich machen muss. Weil White Peach habe ich noch nie getrunken. White Peach, ihr könnt das ja sehen. Ich gebe hier aber auch meine ehrliche Meinung ab, ne? So wie gerade. Also Juneberry war lecker, ist gar kein Problem. Ne, das ist warm, aber das war schon okay. Ich denke mal, kalt ist es besser. Also Juneberry, guck mal, natürlich, Juneberry ist jetzt nicht so heftig. Das ist so eine 6 von 10, würde ich sagen. 6 von 10 ist Juneberry. Aber hier weiß ich nicht, Chat. Was ich hier machen muss, weiß ich nicht. Klopfen. Warte, ich guck mal kurz bei TikTok, was die Leute schreiben. Klopfen, klopfen. Hier oben drauf tippen, ne? Und dann? Und dann? Aufmachen? Oder du musst schütteln? Schütteln oder klopfen? Also so machen. Einer muss mal reinschreiben, schnell. Was müssen wir machen, Leute? Ich gucke wieder bei Twitch. Ich schüttel und klopfe. Warte, ich schüttel einmal durch. Klopfen und dann aufmachen, okay. Jetzt bin ich gespannt. Und? Genuss. Nice. Robinho, Dankeschön für Follow. Danke für Follow auf Twitch. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's los. Okay, ist immer noch ein bisschen warm. Ist immer noch ein bisschen warm, Alter. Ich weiß nicht. Okay, wir müssen noch mal einen Schluck nehmen. Leute, schreibt mal eure Meinung rein, was ihr so denkt. Warte mal. Ich habe gerade ein bisschen Juneberry im Mund. Warte, ich muss kurz überlegen. Wartet, Leute. Digga, irgendwie, ich sag euch ehrlich, irgendwie schmeckt das komisch. Also ich weiß nicht, ich mache irgendwas falsch. Irgendwas mache ich falsch. Oder? Digga, ich kann nicht mehr. Werden die nochmal produziert? Nee, Bruder, die werden nicht mehr produziert. Die gibt's nur einmal. Speed. Die wird es nur einmal geben. Digga, ich sag dir ehrlich, warte, ich guck mal bei TikTok kurz. TikTok, die Leute bei Twitch fragen wirklich, ob
Gönnergy nur einmal produziert wird, das ist schon krass. Reus, okay, krass, Reus ist krasser Spieler. Aber seid mal ehrlich, Leute. Wie viele wurden produziert? Digga, du kriegst die erst im April wieder. Wenn du jetzt keine hast, dann kriegst du die erst im April wieder. Also guck, das ist die First Edition. Ich kann dir das mal so zeigen, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich zeig euch das mal so. Seht ihr das? Habe ich es richtig reingehalten? Jawohl. Seht ihr das? Limited Edition. Habt das schon probiert? Okay, krass. Warte. Boah, scheiße, ey. Der kam echt von tief. Seht ihr? First Edition ist das. Limited Edition. Aber es ist echt... Warte mal. Der grüne war so geil. In grün habe ich auch. Aber das Problem ist, die sind nicht kalt. Und wenn das nicht kalt ist, dann heißt es, dann heulen wieder alle rum. Du musst das kalt trinken. Die sind nicht kalt, Leute. Ich habe die gerade gekauft. Guck mal, die hat sogar eine Delle. Deswegen, ich habe mir zwei von Juneberry geholt, damit ich gleich eine kalt trinke. Also ich werde die später auf jeden Fall kalt trinken. Deswegen. Wo bist du live? Bruder, hier auf Twitch. Wir sind alle auf Twitch live. Also alle sind drüben. Der grüne war so geil. Okay, krass. Hab das schon probiert. Werde einmal alle Sorten kaufen und dann, wenn die nicht kaufen, kannst verkaufen. Warte kurz. Oder warte mal kurz. Werde einmal alle Sorten kaufen und dann, wenn die nicht kaufen, kannst verkaufen. Oder bin ich los? Was meinst du genau, Bro? Was meinst du? Wie meinst du das? Warte mal, Digga, ich muss mal echt überlegen kurz, wie du das meinst. Warte. Meine, wenn man die erhalten kannst. Bruder, warte mal kurz, Bro. Verkaufen auf eBay, Bro, zum Beispiel. Wann denn? Wie? Hä? Wie meinst du das? Wenn man die nicht mehr kaufen kann, meinst du? Blue Dogs, dankeschön für Follow. Ach so, ich weiß, was du meinst. Ey, Digga, ich bin so lost, ne? Ich schwör's dir. Ich hab das gerade gar nicht verstanden. Ich hab das gerade gar nicht verstanden, Leute. Deswegen, zieht euch das rein, Leute. Lemon gibt es auch. Bro, ich schwör's dir, so lost. Boah, ey, es tut mir so hart leid, ne? Limited Edition. Leute, glauben mir nicht. Dankeschön für die ganzen Follows hier gerade auf Twitch. Danke, Leute. Tippt alle auf den Bildschirm. Digga, wenn wir 5000 Likes haben, ne? Ich schwör's euch. Dann öffne ich noch das andere. Gönnergy kickt bei dir, merk es. Junge, ich sag's dir. Gönnergy. Es schmeckt so nach Pfirsich, aber alle sagen so, ey, Juneberry, voll heftig. White Peach ist krass. Juneberry mag ich wirklich richtig, richtig gut. Nur Problem ist einfach, es ist warm gewesen, deswegen kann ich mein Resultat nicht so geben. Wisst ihr, was ich meine? Also Juneberry ist lecker. Muss man noch sagen. White Peach ist okay, weil das wahrscheinlich nicht so kalt ist. Jetzt nicht, dass Leute sagen, ey, Digga, der hatet voll und so. Ne, ist ja auch meine Meinung, Leute. Aber Juneberry, wenn es kalt ist, ist es nochmal ein ganz anderer Geschmack, finde ich. Deswegen, Juneberry, bin ich mal gespannt, Leute. Hier gibt es ja auch Verschiedenes. Meinung zu pinkes Red Bull. Boah, Bro, schwierig. Pinkes Red Bull, schwer. Ich will es nicht schlecht machen, Leute. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, weil... Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Es hat was damit zu tun. Warum? Weil ich habe es warm getrunken. Damit hat es zu tun. Morgen früh, wenn ich aufstehe. Wenn ich morgen früh aufstehe, machen wir nochmal ein Resultat. Okay, Leute, weil dann ist kalt. Dann könnt ihr nicht... Dann kann Bumi nicht sagen, ey, guck mal, er hat's Dings. In... Ich hab's jetzt kalt gemacht, ne? Ihr seht's ja selber, Leute. Das ist kalt. Limited Edition. Kann man das sehen? Ja, ne? Müsste man sehen können. Yes. 8,5 von 10. Bruder, bist du doof? Digga, ich hab noch nie in meinem Leben... Noch nie in meinem Leben habe ich eine 8,5 von 10 gegeben. Ihr hört's selber. Ich schüttel einmal durch. I don't like where this is going. Okay. Was muss ich jetzt machen? Draufklopfen? Wie viel Mal muss ich klopfen? Weil die Leute sagen ja immer, da gibt's Rituale, damit's besser schmeckt.
Was eigentlich voll der Quatsch ist. Ich sag dir ehrlich, hätte ich nicht geschüttelt, wäre es auch gut. Ne? Hätte ich nicht geschüttelt, wäre es auch gut. Boah, jetzt bin ich gespannt, Alter. Also riechen tut's auf jeden Fall nicht schlecht. Ich nehme jetzt mal einen Schluck, ja. A few moments later. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. A few moments later. Also, ich mag gar keine Zitrone. Also, ja, Durstlöscher statt Zitrone mag ich sogar nicht. Alle sagen, dass es das Beste ist, ne? Man kann dazu einfach nichts sagen. Also, das ist auch nicht meins. Boah, ich weiß nicht. Also, schlecht schmeckt's nicht. Nur, ich mag keine Zitrone. Ich denke mal, weißer Pfirsich. White Peach heißt das ja, ne? Ist das weißer Pfirsich? Das könnte eher so meins sein. Weißer Pfirsich, Chat. Das könnte eher so meins sein. Aber dieses Mal muss ich sagen, das schmeckt gut. Also, das ist nicht so schlecht. Das kann man trinken. Macht auf jeden Fall das Plus weg. Ich muss sowieso in die Stadt heute. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo es Gönnergy gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Okay.